Hey, was geht ab? Das ist Jay und das ist Ari. Zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Den meisten von euch wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass wir, wenn wir Filme und Serien schauen, oft die Originalversion der deutschen Synchro vorziehen. Einfach weil bei der Synchronisation oft Sinn, Charakter oder auch Wortwitze verloren gehen können. Dennoch kann man nur schwer abstreiten, dass wir in einem relativ synchrostarken Land leben. Hust, hust, polnische Synchros, hust. Manchmal kann es sogar vorkommen, dass die Synchronisation eines Filmes oder einer Serie sie nicht nur übersetzt, sondern das Ganze ein bisschen aufpimpt. Also besser macht. Ciao, 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 ciao. Aufpimpt. Das wurde euch lange nicht mehr gehört. Die Polizistin der Stadt Zoomania, Judy Hobbs, will mit Hilfe eines neu gewonnenen Freundes ein Verbrechen um das Verschwinden mehrerer Stadtbewohner aufklären. Bei ihren Untersuchungen stoßen sie auf ein großes Lagerhaus, in dem sie alle Tiere in Käfige eingesperrt vorfinden. Doch irgendwas stimmt nicht mit ihnen. Sie sind nicht mehr die weiterentwickelten, zivilisierten Säugetiere, die sie einmal waren, sondern wilde Bestien. Was hat sie also so derartig verändert? Es stellt sich also heraus, dass die Blumen mit dem Namen Könige der Nacht beim Verzehr jedes Tier in eine ungebändigte Rage verfallen lässt. Ihre Spur führt sie in eine U-Bahn-Station, in der das Schaf Doug mit zwei Komplizen in einem alten U-Bahn-Waggon die gefährliche Blume anbaut und zu einem Serum weiterverarbeitet. Interessante Gerätschaften. Sieht ja fast aus wie das hier. Aber da wird es ja bestimmt keinen Zusammenhang geben. Hey da! Mach auf! Wir haben deine Latte! Gut, Walter und Jesse sind zurück. Was war das? Walter und Jesse? Ganz recht, unsere beiden Lieblingsdrogenhersteller haben ein kleines Cameo in Zoomania als Serumproduzenten. Und natürlich so, wie wir unser ungleiches Duo kennen, immer nur am Ärger machen. Was aber noch viel cooler ist als die Tatsache, dass Jesse und Walter, oder in der englischen Version Walter... Hey Doc, open up! We got your latte! Alright, Walter and Jesse are back. Weil Wool, Wolle, Schaf... Walter. Ja, was auf jeden Fall noch cooler ist als die Tatsache, dass die beiden hier mit eingebaut wurden, ist, dass wir die deutsche Synchronisation die echten Sprecher von Walt und Jesse aus Breaking Bad hier eingesprochen haben. Joachim Tennstedt, aka Walter White, und Marcel Collet, aka Jesse Pinkman, sind natürlich gerne eingesprungen, um diese Stelle um einiges cooler zu machen. Und das ist ihnen verdammt nochmal gelungen, yo. Perfektes Timing, yo. In der Originalfassung wurden beide von demselben Sprecher gevoiced und dreimal dürft ihr raten, es war weder Bryan Cranston noch Aaron Paul. Hut ab für dieses Engagement, echt eine coole Sache für Breaking Bad Fans. Oder Leute, die einfach nur Meth mögen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Serie SpongeBob Schwammkopf ist für mich eine der wenigen Shows, bei der die deutsche Version in vielen Hinsichten mit dem Original mithalten kann, wenn nicht sogar überlegen ist? Fragezeichen? Vielleicht? Ich finde, die Synchronisation ist hier wirklich perfekt getroffen. Zum Beispiel die nervige, aber dennoch sympathische Stimme von unserem Schwammkopf. Ja, ja, Bürgerchen. Die schnöselige und eher selbstverliebte Stimme von Thaddäus. Hurra! Oder natürlich Patricks idiotisch klingende Stimme. Das Spiel ist doof! Oder eben die autoritäre Stimme von Mr. Krabs. Nein! Jeder Charakter dieser Show kommt auf seine Kosten. Vor allem natürlich Mr. Krabs, der wirklich immer auf seine Kosten kommt. Logischerweise, weil er geizig ist und dementsprechend... auf seine Kosten kommt. Nachdem der alte Krabs sich in der Folge namens Geizig bleibt geizig weigert, einen uralten, verschimmelten Burger wegzuwerfen und darauf besteht, dass der Burger trotz Einwände seiner Mitarbeiter noch vollkommen genießbar wäre, versucht er seine Mitarbeiter vom Gegenteil zu überzeugen und isst das faule Fleisch selbst. Seht ihr, kann man doch essen. Natürlich landet er daraufhin direkt mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus, wo auch schon das nächste Unglück auf ihn wartet. Der fliegende Holländer taucht plötzlich vor seinem Krankenbett auf und will Krabs als Strafe für seinen maßlosen Geiz für immer in den Spind von Davy Jones sperren. Was echt nicht cool ist, ich meine, habt ihr die Socken gesehen, die da drin sind? Wie muss das stinken? Um dies zu verhindern, versucht Mr. Krabs jedoch den fliegenden Piratengeist zu täuschen, indem er sich für jemand anderen ausgibt. Und um sich auf die Schnelle einen neuen Namen auszudenken, schaut er sich im Zimmer um, sieht er eine Vase mit Blumen und hat dann die perfekte Idee. Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Ich weiß wirklich noch genau, wie ich diese Stelle zum ersten Mal gesehen habe und wirklich einfach extrem hart feiern musste. Der deutsche Synchronsprecher von Mr. Krabs, Jürgen Kluckert, spricht nämlich rein zufällig neben zum Beispiel Morgan Freeman oder Chuck Norris einfach mal den elefantösen Kinderhelden Benjamin Blümchen. Tada! Da bin ich schon, Kinder. Wirklich ein unnormal cooler Zufall, denn auf Englisch ist diese Stelle relativ unbedeutend. Denn da hat das mit dem neuen Namen und den Blumen keinen wirklichen Zusammenhang. Herald, Flower! Apropos keinen Zusammenhang, hier eine kurze random Aufgabe, bevor es mit dem nächsten Punkt weitergeht. Wir haben uns nach längerer Zeit mal wieder ein abgespacedes Bild für den jeweils anderen überlegt und dieser muss es dann, bis dieses Video hier online ist, auf Instagram hochladen. Wenn ihr Jay mit glatten Haaren sehen wollt, dann geht auf @jsamuels.
Ich will nicht, dass Leute... Okay, machen wir so. Wenn ihr Arya sehen wollt, wie er von Leonidas in eine Grube getreten wird und ich ihn dabei auslache, dann checkt mal sein Instagram, @Arya_Lee. Ich habe weder Leonidas noch eine Grube. Du wirst fliegen. Du wirst fliegen. Bis dieses Video oben ist, wirst du weggetreten werden. Immerhin habe ich keine glatten Haare. Ey, ohne Witz, wie soll ich das machen? Aber jetzt ohne Spaß. Wie soll ich das machen? Ich will meine Haare nicht glätten. Ich will nicht von Leonidas gekickt werden. Weißt du, wie das weh tut? Da wir vorhin schon beim Loben des Engagements einiger Synchro-Studios waren, legen wir gleich mal nochmal nach. Zwar gehen oftmals viele Redewendungen, Wortwitze oder andere Werte beim Übersetzen verloren, dafür ergeben sich aber auch manchmal andere Möglichkeiten. Jeder von euch hat ja bestimmt schon mal einen Film der Scary Movie-Filmemacher gesehen. Da hätten wir zum Beispiel die Scary Movie-Filme, Superhero Movie, Fantastic Movie, Meine Frau, die Spartaner und ich, Beileid bis zum Abendbrot und noch viele weitere Parodien beliebter Hollywood-Filme. Superhero Movie ist zum Beispiel die Parodie zum ersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire. In dieser Parodie wird Spider-Man, der hier auch zu Dragonfly wird, von Drake Bell verkörpert, den ihr bestimmt aus der Nickelodeon-Serie Drake and Josh kennt. Normalerweise wird ja Drake Bell im Deutschen von Benedikt Weber synchronisiert, doch für den Film Superhero Movie sprang ausnahmsweise Marius Claren für diese Aufgabe ein. Ja und? Fragen sich jetzt die meisten. Ja, dazu müsst ihr wissen, wer das überhaupt ist. Marius ist nämlich der Synchronsprecher für Tobey Maguire. Hört mal hier ganz kurz rein. Nicht jeder ist zu etwas Besonderem geboren. Ich hingegen habe nicht mehr die Wahl. Wer ich bin? Ich wache über die Stadt. Ich bekämpfe das Böse. Ziemlich cool, was? Aber wir haben noch coolere Beispiele für euch parat. Zum Beispiel hatten wir da Meine Frau, die Spartaner und ich, welche hauptsächlich die Handlung von 300 parodiert. In dem Original 300-Film wird der Charakter König Leonidas von dem Schauspieler Gerard Butler verkörpert. Und obwohl Leonidas in der Parodie von Sean Maguire gespielt wird, wird die Figur in der deutschen Fassung in beiden Fällen von Thilo Schmitz gesprochen. Du beleidigst meine Königin und drohst meinem Volk mit Sklaverei und Tod. Das ist Sparta! Das ist Sparta! Was war denn das bitte? So begrüßen sich die Männer von Sparta. Ein weiteres Beispiel ist natürlich Beileid bis zum Abendbrot, welches natürlich die Parodie zu Twilight bis zum Morgengrauen ist. Und ebenfalls wie bei den vorherigen Beispielen teilen sich auch hier Edward, Bella und Jacob dieselben Synchronsprecher in beiden Filmen. Annina Braunmiller, die Kirsten Stewart spricht, spricht auch Jen Proske. Johannes Raspe, der Robert Pattinson spricht, spricht auch Matt Lanter. Und Max Felder übernimmt die Synchro für Taylor Lautner als auch für Chris Rigge. Ich weiß, was du bist. Sag es. Ein Vampir. Ich weiß, was du bist. Sag es. Ein Jonas Brother. Ja, richtig. Warte, was? Du blutest und entschuldigst dich dafür? Halb so wild. Wieso ziehst du dein T-Shirt aus? In meinem Vertrag steht, dass ich das alle 10 Minuten machen muss. Für das letzte Beispiel haben wir den Film Fantastic Movie, in dem auch der Charakter Captain Jack Sparrow vorkommt. Oder sollte ich ihn vielleicht Captain Jack Swallows nennen? In den ersten drei Filmen der Fluch der Karibik-Saga übernahm Markus auf die Synchronisation für Johnny Depp. Denn ohne diesen Schlüssel können wir nicht aufschließen, was wir nicht haben, das er aufschließt. Also was für einen Sinn würde es machen, das zu finden, was er aufschließt, was wir nicht haben? Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wen Markus auf noch synchronisiert hat. Ihr habt richtig erraten, den guten alten Swallows. Ich will freien, Kumpel. Nein, Captain Jack Swallows. Stets zu Diensten. Jack Swallows? Also auch wenn diese Filme irgendwann viel zu albern wurden, finde ich das dennoch ziemlich cool. Und wie gesagt, dafür, dass Synchronisationen manchmal verkacken können, können sie auch manchmal ganz coole Illusionen erschaffen, die es so nicht mal in der Originalfassung gibt. Wie so kleine Easter Eggs, nur für die Deutschen. Das waren jetzt alles ziemlich krasse Synchro-Wins, aber falls ihr mal einen überkrassen Fail sehen wollt, ungefähr den krassesten Fail der Galaxis, denn es wurde nämlich einfach Samuel Jackson, Mace Windu mit einem anderen Schwarzen ausgetauscht. What the hell? Dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung oder klickt auf diese Annotation. By the way, vergiss nicht, Jay mit glatten Haaren abzuchecken auf Instagram @jsamuels. Oder einen von Leonidas getretenen Arya auf @Arya_Lee. Ansonsten würde ich einfach noch sagen, Hawker Reason.